Im März 2015 ändert sich für Mike Messing aus Sachsen-Anhalt alles. Seine Tochter ist verschwunden. Einfach weg. Auf dem Handy erreichen ihn Nachrichten von einem Unbekannten. Als ich dieses kleine, winzig kleine Profilbild gesehen habe und ich da einfach mal drauf gedrückt habe, so hier, ja, und diese Fahne gesehen habe, das war so, bap, endgültig. Seine Tochter Leonora, 15 Jahre alt, ein typischer Teenager. Die Eltern leben schon lange getrennt. Vater Mike, ein Bäcker im familieneigenen Betrieb, hat gerade neu geheiratet. Kurz darauf verschwindet Leonora. Ist das der Grund? Hat sie sich wie ein fünftes Rad am Wagen gefühlt? Mike weiß es nicht. Nach außen ist sie das fröhliche Mädchen, das sich für Jungs und Kosmetik interessiert und einen YouTube-Kanal betreibt mit Schminktipps. Hallo meine Lieben, willkommen bei meinem neuen Video. Heute habe ich für euch meine März-Favoriten im Bereich Kosmetik, also Beauty. Mike sucht nach Anhaltspunkten und findet in Leonoras Zimmer ihr Tagebuch. Darin eine für ihn unbekannte Welt. Sie schreibt, mittlerweile bin ich Muslima. Allahu Akbar. Es gibt meinem Leben vollen Sinn. Ich würde gern Niqab, also den Gesichtsschleier, tragen sowie heiraten. Aber kann es keinem erzählen aus der Familie. Tja, so ist es. Auf ihrem Computer entdeckt Mike Fotos. Sie zeigen die heimliche Verwandlung. Etwa 2 Wochen vergehen, ohne dass Mike von Leonora hört. Dann endlich eine Sprachnachricht. Also mir geht's sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung. Natürlich habe ich alles lila gemacht. Ja. Wir haben hier auch keine Sofas. Wir haben hier so wie so Kissen, so Sitzecken. Ich schicke euch auch Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen. Leonora erzählt von ihrer Hochzeit. Mit gerade einmal 15 hat sie einen Kämpfer geheiratet. Das hier ist das offizielle Hochzeitsbild. Sie ist eine von 3 Ehefrauen. Mike zieht einen Reporter ins Vertrauen. Hier komme ich ins Spiel. Volkmar Kabisch. Seit Jahren beschäftige ich mich mit dem IS, war oft in Syrien, im Irak. Mike und ich verstehen uns auf Anhieb. Und Mädel, freiwillig nach Syrien. Hier sind nicht in den Schein gegangen, wenn Mäuse drin sind. Ne? Und da geht's im Bürgerkrieg, also wo die Kacke richtig am Dampfen ist. Ja. Und zu Leuten, die keinen Spaß verstehen, in keinster Weise. Ne? Und mitten in diesem selbsternannten Kalifat Leonora, voller Stolz auf ihren Mann, der sich Nihat nennt. Nihat Abu Yasser, eigentlich heißt er Martin Lemke, war Schweißer im Tagebau. Jetzt soll er eine hohe Stellung im brutalen Geheimdienst der Terroristen haben. Ein Rückkehrer wird über ihn sagen, der foltert nicht, der lässt foltern. Leonora erkundet nun ihre neue Heimat, Raqqa, die Hauptstadt der Terrormiliz. Ihre Eindrücke sendet sie nach Deutschland. Leonora scheint nicht so richtig zu begreifen, wo sie nun lebt. Denn in Raqqa gelten strenge Gesetze. Ein Beispiel. Westliche Musik hören, Peitschenhiebe. Leonora und die anderen Ehefrauen feiern trotzdem. Heimlich. Die Partylaune geht per Audionachricht direkt an Mike. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Schon bald bekommt Leonoras Leben im IS erste Risse. Sie findet ihren Mann ekelhaft, den IS zu brutal und 3 Ehefrauen nicht ohne. Zickenalarm im Kalifat. Nach etwa 2 Monaten war es ihr, nach dem, was wir wissen, bewusst, dass das nicht das ist, was sie sich erhofft hat. Und dann hat sie das auch wirklich so frei zugegeben, ich will nach Hause und
wäre schön, wenn ihr was machen könnt. Und dann ist es vom Vorteil, wenn man Leute kennt, die Leute kennen. Ja. Was Mike meint, meine Kollegen und ich kennen Leute. Schleuser. Oft haben die selbst enge Verbindungen zu Terroristen. Aber darf ich mich als Journalist überhaupt einmischen? Solche Kontakte vermitteln? Nach langen Diskussionen lautet die Antwort ja, aber unter der Bedingung, dass Mike alle Entscheidungen trifft. Das Treffen soll in der Türkei stattfinden. Mike fliegt alleine. Ich bin schon da. Hier, in einem Hotel in der Südtürkei, soll Mike den Schleuser treffen. Ich bin ein paar Meter entfernt, höre zu. Das heißt, Mike aus Breitenbach mit knapp 200 Einwohnern sitzt im Hotel mit zwei Typen von Al-Qaida und trinkt dort Tee und raucht 100 Zigaretten. Der Schleuser beschreibt eine komplexe Geheimoperation mit drei Autos und gefälschten Dokumenten. Auf euer Anraten hin sollte ich mich ja nicht gleich entscheiden. Es sind definitiv Terroristen. Es sind richtige Schweinebacken, aber ich will das Kind wieder haben. Und wenn ich im Nachgang dafür belangt werde, weil ich halt Geld an eine terroristische Vereinigung gegeben habe, mit Freuden gehe ich dann in den Knast. Hauptsache, ich habe das Kind wieder. Die Entscheidung, machst du es oder machst du es nicht, die kann dir niemand abnehmen. Aber wir waren wirklich einstimmig. Und deswegen haben wir es versucht. Irgendwo in Syrien machen sich Männer auf den Weg nach Raqqa. Sie haben in der Vergangenheit schon Menschen aus der Hauptstadt des IS geschleust. Eine Aktion auf Leben und Tod. Ich habe sie dann auch ganz gezielt gefragt, traust du dir das auch zu? Sie hat das bejaht, in ihrer leichten Art und Weise. Ja, kein Problem. Leonora schickt Mike ihren aktuellen Aufenthaltsort und Fotos der Umgebung. Sollte der IS sie dabei erwischen, droht die Todesstrafe. Du sitzt hier und guckst auf die Uhr. Oh, 10 Minuten sind rum, sie hat sich nicht gemeldet. 20 Minuten sind rum, sie hat sich nicht gemeldet. Immer wieder Abspracheprobleme. Es wird von Mal zu Mal gefährlicher. Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa, bitte, bitte, Papa. Mehr als 10 solcher Versuche misslingen. Trotzdem, sie beschließen, nicht aufgeben. Sie saß im Internetcafé, wir hatten zuvor mit Abu Kontakt aufgenommen und der sagte, da steht ein Auto des IS direkt vor dem Internetcafé und drei so eine Fenstertypen sind da gerade reingegangen. Und sie sagte, kann nicht sein, hier ist keiner vom IS. Die haben alle keine Ahnung, wirklich vollkommen naiv und ohne wirklich zu begreifen, wie schweinegefährlich die ganze Sache ist. Und wie gesagt, es ist immer wieder, kam es nicht zum Treffpunkt zwischen Schleuser und Leonora. Und dann haben wir gesessen und dann war es 18:01, 18:02, 18:05. Leo kam nicht online. Und dann sitzt du hier, hast tausend Gedanken im Kopf und die Spannung wächst ins Unerträgliche. Kind, noch einfacher können wir es dir nicht machen. Und 18:40 war sie dann endlich online. Das war das Letzte, was wir von ihr persönlich gehört oder gelesen haben. Ja. Dann Stille. Tage vergehen, Leonora meldet sich nicht. Aber dafür Nihat, ihr Mann. Dann meldet sich die Zweitfrau von Nihat, alias Martin. Nur zögerlich beginnen Mike und die Familie der Nachricht zu glauben. Leonora ist tot, gestorben in einem Bürgerkrieg, der nicht der ihre war.
3 Wochen nach der Todesnachricht besuche ich Mike das erste Mal wieder mit der Kamera. Die Nächte weint er durch. Tagsüber versucht er, den Kopf hochzuhalten. Irgendwie. Dein Kind ist tot. Und dass du es halt nicht geschafft hast. Du hast es nicht geschafft, sie rauszuholen. Wir werden diesen Baum pflanzen, um damit, ich will nicht sagen, unser Kind beerdigen, aber um uns von unserem Kind zu verabschieden. Wo man auch mal hingehen kann und kann sagen, okay, das ist jetzt so, hier liegt er, symbolisch für uns. Die Familie hat eine Gedenkfeier organisiert. Alle sollen Abschied nehmen. Dann plötzlich diese Nachricht. Das Bangen geht weiter. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat begleitet Mike die Frage, wie es seiner Tochter geht. Ob er sie jemals wiedersehen wird. Winter 2015-2016. Das erste Weihnachten seit 16 Jahren ohne Leo. Das ist ganz komisch, man braucht das nicht auszusprechen. Man guckt sich in die Augen und dann, dann ist das da. Dann kriegst du automatisch Pipi in die Augen, wie man so schön sagt. Ne? Mike und seine neue Frau haben entschieden, trotz allem muss ihr Leben in Deutschland irgendwie weitergehen. Doch Ruhe hat Mike nie. Ständig brechen neue Nachrichten in sein Leben. Ein Hamsterrad, das sich immer weiter dreht. Leonora meldet sich, berichtet, ihr Mann Nihat habe eine Sklavin, einen Menschen gekauft. Also Nihat ist gestern nach Hause gekommen. 0 Uhr noch was. Meinte auf einmal so, ja, ich habe eine Sklavin gekauft für $800. Ich dachte mir so, $800, das ist nichts. Ich meine, das ist ein Mensch. Wie kann man einen Mensch so verkaufen? Sie ist Jesidin, sie ist 30, sie hat 2 Kinder. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil sie tut mir so leid. Sie hat blaue Arme, keine Ahnung, sie sind überhaupt nicht gut mit ihr umgegangen, sie ist richtig schmutzig und so. Im ersten Moment hatte ich gedacht, diese arme Frau, noch dazu 2 Kinder. Hilflos, wehrlos, so einen Typen ausgesetzt, ne? Der, unberechenbar ist. Ja, ich bin so geschockt, ja. Ich will irgendwie das Beste für sie machen. Ich will sie, keine Ahnung, dass es ihr wenigstens mal ein paar Tage gut geht. Es tut mir so leid, mein Gott. Lamia, so heißt die Frau. Sie ist für Leonora nur kurz ein Thema. Irgendwann, die Umstände sind unklar, wird die Frau mit diesem Foto ihrer jesidischen Familie zum Rückkauf angeboten. Ein Jahr später, 2016. Ich fahre in den Nordirak, IS-freies Gebiet. Lamia hat hier inzwischen Zuflucht in einem Flüchtlingslager gefunden. Lamia ist schwer traumatisiert. Niemand weiß, wie viele Männer sie buchstäblich besessen haben. Hat er sie gekauft? Und weiß ich noch, wie er hieß? Abu Yasser. Abu Yasser. Wie hat er sie behandelt? Schon Amel. Schon John Amel. Okay. Dann lassen wir Lamia in Ruhe. Auch die Kinder sprechen während des Besuches kein einziges Wort. $24.000 hatte die Familie für den Freikauf aufbringen müssen. Geld, das sie nicht hatten. Luftangriffe auf Raqqa, Herbst 2017. Kurz darauf verlässt Leonora die untergehende Stadt. Raqqa geht der Terrormiliz verloren. In der Zeit und der Gefahr sind sich Leonora und Nihat offenbar näher gekommen. Schwangerschaftstest, positiv. Und sie schickt Smileys. Meine Smileys im Kopf haben nicht gefeiert. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Während Leonora irgendwo in Syrien ist,
reise ich in die befreite Stadt Raqqa. Jetzt nicht viel mehr als eine Trümmerwüste. Ich fahre in Leonoras ehemalige Wohnung. Hier hat Leonora Monate verbracht. Hatte sich drinnen gemütlich gemacht. Zur gleichen Zeit mussten draußen auf den Straßen Menschen in Käfigen sitzen. Hat der IS gefoltert, gemordet. Leonora und andere IS-Anhänger sind inzwischen auf der Flucht, gejagt von der internationalen Koalition, angeführt von den Amerikanern. Während Mike seinen Bäckeralltag meistert, organisiert sich Leonora einen Schleuser, der sie in die Türkei bringen soll. Raus aus dem Krieg. Es gibt einen Schleuser, der gestern 10 Frauen ohne Probleme von hier gebracht hat. Und dann kam tatsächlich der Tag, wo sie gesagt haben, wir fahren jetzt los. Hallo Papa, ich bin's Leo. Ich bin jetzt gerade an dem Wartepunkt und bete nur zu Allah, dass wir uns bald wiedersehen, ja? Und das werden jetzt die letzten Minuten sein, gerade wo ich mich melden kann. Und dann kam auch keine Meldung mehr. Könnte sein, dass sie tatsächlich unterwegs sind. Ja, und dann meldete sich dieser Schleuser des Vertrauens bei mir. Und dann begann ein richtig mieses und richtig fieses Spiel, will ich das nicht nennen. Das fing so an, es sind wahnsinnig viele Kontrollen, wir müssen unheimlich viele Leute schmieren und wir brauchen mehr Geld. Und da kannst du 100-mal zurückschreiben, ich habe nicht mehr. Am Ende hatten sie mich ja dann wirklich so weich gekocht, dass ich sagte, na gut, dann muss ich eben die 8.000 Dollar überweisen, nur damit sie wenigstens am Leben bleiben. Sie waren ja auch nicht mal in der Lage, mir zu sagen, wohin. Ey, weißt du, da merkst du, dass auf der anderen Seite irgendwelche total Bekloppten sitzen müssen. Und du bist einfach nur hilflos. Das war schon wirklich heftig. Also das ist so, diese wenigen Tage, die waren schlimmer als die 4 Jahre vorher. Tja, wie drückt man das jetzt aus? Du bist gedanklich auf der Leiter und da ist der Strick. Weil du schaffst das nicht. Du schaffst das wirklich nicht. Und du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Er bricht den Kontakt ab. Nimmt den Tod von Leonora damit in Kauf. Die psychische Belastung für Mike und seine kleine Familie daheim in Breitenbach ist einfach zu groß geworden. Ich weiß gar nicht mehr, am nächsten Tag oder 2 Tage später meldet sich Leo. Ja, es hat ja nicht geklappt, wir sind ja gar nicht losgefahren. Bäm, da sollst du nicht tot umfallen. Ja? Im Herbst 2018 ist Leonora mit ihrem Mann Nihat, also Martin, weiter auf der Flucht. Mittendrin bekommt sie ein zweites Kind, Maria, wieder eine Frühgeburt. Um sie herum bomben Luftangriffe. Hallo Papa, ich bin's Leo. Also wir sind jetzt hier in dem letzten Dorf, haben uns umzingelt. Wir sind in einer Straße, besitzt der islamische Staat noch eine einzige Straße. Das war's. Alle Menschen leben aufeinander, übereinander, verhungern, Kinder erfrieren. Wir werden rausgehen, wir haben hier keine Zukunft. Und dann machte das Handy bing, bing, bing. Es war eine Sprachnachricht von Martin Lemke und er klang nicht glücklich. Wie gesagt, bitte reden Sie mit der Regierung. Ich bin bereit, wie gesagt, alles zu machen. Ich war nie campen, ich habe nicht jemanden getötet, gar nichts.
Ich bin bereit, alle Informationen, alles Mögliche zu geben. Und auch die Prozesse, die in Deutschland laufen, ich bin bereit, der Regierung zu helfen. Es ist wichtig für uns, dass die Kinder und die Frauen gesund ankommen. Und dass ich nicht, ich will nicht dort Gefängnis bleiben, hier in Syrien. Ich habe kein Problem, im Gefängnis in Deutschland zu bleiben und meine Strafe abzusitzen, solche Sachen. Ich habe richtig große Angst. Gerade auch, ich habe keine Lust, die ganze Zeit geschlagen zu werden. Ich habe Herzkrankheit und ich habe hier Lungenentzündung bekommen. Wir sind alle sehr krank. Und auf einmal kommt der Gleiche, der wirklich 4 Jahre versucht hat, das Leben zu versauen und macht mi, 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 mi. Im ersten Moment denkst du dir so, was ist denn das jetzt so davon? Da kommt doch wieder irgendwas. Und dann irgendwann macht's Klick und dann sagst du dir, ey, den geht gerade so der Arsch auf Grundeis. Mehr als 40.000 Menschen ergeben sich Anfang des Jahres 2019 aus der letzten IS-Enklave. In Breitenbach wartet Mike derweil, dass es auch Leonora herausschafft. Am 31. Januar ist es endlich soweit. Hallo Papa, ich bin's Leo. Ich wollte dir sagen, dass ich aus dem IS raus bin. Wir sind alle richtig glücklich, dass es wir geschafft haben. Nihat wurde von den Amerikanern genommen, aber alles gut, wir sind sehr, 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 sehr gut zu uns. Ich bin dann wie immer 12:30 aufgestanden und habe dann auch wie immer auf das Handy geguckt und dann festgestellt, dass dort sehr viele Anrufe in Abwesenheit waren, sehr viele WhatsApp-Nachrichten. Auf dem Weg zur Arbeit, da hat es eigentlich das Klick gemacht. Du merkst dann erstmal, dass du so unter Druck gestanden hast, weil das ist ja Alltag und du hast das gar nicht so wahrgenommen. Du merkst plötzlich, wie du immer leichter wirst, wie du immer leichter wirst und wie du dich frei fühlst. Und ich bin aus dem Auto unten ausgestiegen und habe mir so gedacht, ja, geil, es ist vorbei. Leonora wird in diesem Camp, Al-Hol in Nordsyrien, festgehalten. Mit 70.000 anderen Menschen. Eine Zeltstadt. In Deutschland beginnt eine heftige Diskussion. Sollen wir die deutschen IS-Anhänger zurücknehmen? Sind die nicht gefährlich? Ich bin wieder in Syrien, März 2019. Inzwischen ist Leonora 4 Jahre von zu Hause weg. Gleich werde ich sie treffen. Hat sie inzwischen begriffen, was sie ihrer Familie und den Menschen in Syrien und letztlich sich selbst angetan hat? Ich will alles wissen. Auch, was den Islamischen Staat überhaupt attraktiv gemacht hat für sie. Meinst du dich da hinsetzen? Ja. Islam war dann so Trend, sag ich mal. Man hat gemerkt, in Deutschland konvertieren viele zum Islam, in Großbritannien. Und dann im Facebook bin ich in eine Gruppe reingeraten. Vielleicht lag es an meinem Alter, dass ich so ein bisschen Revolution machen wollte. Ich wollte gerade, hab mich für das Krasse interessiert. Vom IS habe sie sich schon lange distanziert, sagt sie. Doch wie steht sie zu ihrem eigenen Tun? Das Leben im IS war nicht mehr so. Das Leben allgemein in Syrien war nichts für mich. Und ich wollte dann einfach nur noch nach Hause. Ja, und dann, als das immer nicht geklappt hat, je schlimmer wurde es dann eigentlich, weil ich verstanden habe, ich muss jetzt hier leben. Will ich oder will ich nicht? Ja, und dadurch, dass ich auch einmal geflüchtet bin und wusste es ja dann auch mein eigener Ehemann. Das ist ihr Ehemann, Nihat Abu Yasser, der eigentlich Martin Lemke heißt. Er sagt, er habe nur in der technischen Abteilung des IS-Geheimdienstes gearbeitet. Nie gekämpft, gemordet, gefoltert, so etwas auch nie beauftragt. Letztlich sei er ein kleines Licht gewesen. Warum haben Sie sich eine Sklavin gekauft? Also wie gesagt, normalerweise, ich denke, ich sollte mit meinem Anwalt nicht reden, aber das ist auch eine Sache, wo ich nichts Schlimmes gemacht habe. Und sie war gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand. Und mir hat mir geholfen. Ich habe auch mit ihr nie geredet. Aber warum haben Sie einen Menschen gekauft mit 2 Kindern? Im Islam, es ist ein sehr großer Lohn, wenn du eine Sklavin gut behandelst. Eine Sklavin hat Rechte. Und diese Frau war sehr krank. Wie gesagt, das, was wir ihr helfen konnten, haben wir ihr geholfen. Ich habe keine andere Absichten gehabt. Wie gesagt, ich habe große Familie. Sie wollten Geld verdienen mit ihr, oder? Günstig kaufen, ein bisschen aufpäppeln und dann teuer verkaufen? Nein, gucken Sie, wenn Sie mich provozieren möchten, nein, das ist nicht, stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Ich brauche dieses Geld nicht. Sie wurde gekauft von Martin
um Handel zu machen. Wir hatten immer Geldprobleme, das weißt du dann auch. Also Martin hat sie gekauft, um mit ihr Geld zu verdienen? Nur um mit ihr Geld zu verdienen. Er hat gesagt, peppelt sie auf, pflegt ihr, lasst sie duschen, gibt den Kindern Essen, macht irgendwas mit ihr, dass sie ein bisschen aufpeppelt und Wert kriegt. Noch mal ganz kurz, nur mal zum Verständnis. Ist wie so ein Mastvieh. Ja. Mit dieser Aussage belastet sie ihren Mann schwer. Doch was ist mit Leonoras eigener Rolle? In Deutschland ermittelt der Generalbundesanwalt gegen die heute 19-Jährige. Er wirft ihr vor, genau wie ihr Ehemann für den IS-Geheimdienst spioniert und damit die Terrormiliz unterstützt zu haben. Hast du auch mal für den Geheimdienst gearbeitet? Nein. Oder irgendwelche Informationen an deinen Mann weitergegeben? Ob sie sich strafbar gemacht hat, muss ein Prozess zeigen. Für Mike und die Familie hat sie sich moralisch schuldig gemacht, weil sie sich überhaupt der Terrormiliz angeschlossen hat. Für uns, das ist völlig klar, ist sie nicht nur alleine ein verführtes kleines Mädchen, sondern sie ist genauso auch Täterin. So muss man das einfach sagen und so realistisch sollte man auch sein. Leonora gibt noch anderen Reportern Interviews, trägt einem den Koran vor, ohne darüber nachzudenken, was das Zuhause in ihrem Heimatdorf bewirken könnte. Die Menschen haben sich einfach gefreut, dass sie lebt, dass sie wieder her zurückkommt. Und das kippte dann schlagartig mit diesem Stern-TV-Interview. Und wirklich, wirklich gute Freunde mir gesagt haben, also wenn sie jetzt nicht zurückkommt, das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ich kann die erste Suche rezitieren, Al-Fatiha. Ja. Soll ich machen? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Mike, dieses Video. Die meisten werden so sehen, voll verschleiert, singt islamische Lieder, obwohl es eigentlich kein Lied ist. Hat also A, nichts verstanden, B, gehört nicht hierher und C, ist gefährlich. Vielleicht ist es klüger, dass Leonora in einem Nachbardorf untergebracht wird. Geschützt auch vom Medienrummel, den alle hier erwarten. Es scheint eine Lösung zu geben. So, jetzt kommen wir mal hier ein bisschen in das Grundstück rein. Also das Ganze ist wirklich auch für Kinder gerade hier ein absolutes Paradies. Oh ja. Das ganze Grundstück geht bis da hoch. Mhm. Ist auch im Prinzip abgeschlossen. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja vielleicht noch. Der Pfarrer weiß, wie die Leute hier denken. Und er hat auch Erfahrung im Umgang mit Menschen, deren Biografien einen Bruch haben. Aber selbst Leo als Mutter von zwei kleinen Kindern hat nach Meinung der überwiegenden Mehrheit hier in dieser Gegend der Menschen nichts mehr hier zu suchen. Punkt. So, da wird auch nicht diskutiert. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass sie jemanden Neutralen hat, nämlich dich, dem sie sich anvertrauen kann. Dass es vielleicht Dinge gibt, die sie nicht mit mir besprechen will. Es hilft vielleicht auch, sich zu öffnen. Vielleicht wird Mike dann endlich Antworten auf die vielen unbeantworteten Fragen bekommen. Nun hängt es von der Bundesregierung ab, ob und wann Leonora nach Hause kommt. Offen ist, wie es dann weitergeht. Abwarten. Und wenn sie eine Haftstrafe kriegt, dann nicht ohne Grund. Dann müssen wir halt einfach das Beste draus machen. Aber im Moment ist das so wie schon seit 4 Jahren? Abwarten. Auf jeden Fall muss er mit mir zusammen ein Schnitzel essen und ein Bier trinken. Das ist dann wie so ein Treueeid.